gerne Wickel mit Zuckerrohr und Knoblauch. Voller Tatendrang hing er an der Wand. Interessant. Aber. Aber? Nix aber. Ich kann Knochen setzen, Schnitte nähen. Vergesst nicht, die Stadt gehört mir. Okay, das scheint mir etwas seltsam zu sein. Oh, das ist eine elegante Art der Fortbewegung. Ich verstehe, warum es mir so seltsam vorkommt. Ich sollte da gar nicht sein. Wärst du so freundlich? Ich glaube, das Spiel ist so konzeptiert, dass wenn man alles einsammelt, man jeden Turm in diesem Spiel einmal erklommen hat. Was diese Türme hier angeht, sogar zweimal. Na komm schon. Nein. Böse. Zeichen und Symbole, Teil 3. Niccolò Prolo hat ein Buch in der Nähe der kleinen Hagia Sophia versteckt, das Hinweise zum Versteck eines Massivschlüssels enthält. Benutzen Sie die Prolos und bla bla bla. Wir kennen das ja mittlerweile. An der Wand? Nein, am Boden. Das ist es. Nicht. Würde noch mehr geben, oder? Ah, da, noch eins am Boden. Dass es auch nicht ist. Wird es diesmal wirklich eine Wand sein? Nein. Hä? Ryufugen Kinmi? Ah, da, auf dem Dach. Habe gefunden. Seht ihr, ich weiß nicht, wo jedes Buch ist. Hätte ich das Ding gesehen, hätte ich da aber zuerst gesucht, weil es weit weg und sehr hoch war. Und nicht mitten auf der Straße, wo es jeder sofort entdeckt. Coole Sache. Mädchenturm freigeschaltet. Sieh einer an. Dann gehen wir doch mal die Damen besuchen. Ach, das passiert mir heute aber ständig. So gerne den Fluss werfen, Kurt. Keiner wird dich vermissen, geschweige denn uns aufhalten. Bitte! Heute ist irgendwie nicht mein Tag. Ich falle andauernd in Wachen rein. Und die einfachsten Aufgaben werden unbewältigbar. Unbewältigbar könnte man auch meinen. Nicht ganz bei Trost, der. Aber wenigstens geht's voran, ne? Wir sammeln nicht nur Geschäfte ein. Wird zwar keinen interessieren, weil ich glaube, mittlerweile guckt sowieso keiner mehr das Let's Play, aber wenn du noch da bist, danke. Kenn ich den nicht irgendwoher? Auch wenn keiner diese Assassin's Creed Let's Plays guckt, ich werde es trotzdem durchziehen, damit ich zumindest jedes dieser Spiele einmal für mich katalogisiert habe. Ja, ja. Deswegen mache ich Let's Plays, damit ich mir die Spiele später angucken kann und nicht jedes nochmal spielen muss. Und ich will endlich mal auf Kamera einfangen, wenn irgendwas total Dämliches passiert. Wie zum Beispiel vorhin, als alter ihr Sohn rückwärts gegangen ist. Ich glaube, das war nicht einprogrammiert. So eine Sache will ich einfangen. Deswegen tue ich dies hier.
Könnt ihr mich zu einem Turm bringen? Wir können jetzt Abwehren üben. Ich würde gerne diese ganzen Hinweise ausschalten, aber irgendwie immer, wenn ich Hinweise ausschalte im Gaming-Menü, dann passiert da nichts. Oh, das Ding. Nein, ich werde es nicht im Zeitlimit machen. Vergesst es sofort. Dazu war der hier weitaus zu kompliziert. Ein ewiges Hebel- und Schalternrätsel. Oh, und ins Wasser zu fallen, na dann? Ein Hinweis der Polo-Brüder führte Ezio zum Mädchenturm. Durchsuchen Sie den Turm, aber seien Sie vorsichtig. Beschaffen Sie den Mastiaff-Schlüssel, ohne ins Wasser zu fallen. So, wie ich heute schon ins Wasser gefallen bin, das wird, glaube ich, trotzdem nichts. Wir versuchen's, dennoch. Gewitter, ole ole. Ein bisschen umsehen. Hat sich mal jemand Mühe gegeben, als er das gebaut hat. Unterstelle ich jetzt zumindest mal. Jetzt drunter durchsliden, aber ich glaube, das können Assassinen gar nicht. Oh, ins Auge. Ah. Wie gemein. Wiederhole, ich darf nicht nass werden, ne? Oh, da wollte ich jetzt mal entspannt an die Sache rangehen und dann ist trotzdem alles unter Zeitdruck. Oh. Tja, so viel zu nicht nass werden. Ah, verstehe, das Wasser wird abgesaugt. Cooles System. Aber das war bei weitem nicht die Steinmasse, die das Wasser hätte verdrängen können. Egal. So, dann lösen wir doch mal das Rätsel des Mädchenturms. Oder wir versuchen es zumindest. Und wenn es geht, ohne ins Wasser zu fallen, denn dann müssen wir wahrscheinlich wieder raufklettern und das dürfte ätzend werden. Wenigstens wurde ich gleich richtig ausgerichtet. So, ich sag doch mal einfach, ich muss hier lang, oder? Yep. Da vorne ist es. Und B.
glaube, davon gab es 4 so eine Dinger. Das waren jetzt 2. Da wären wir fast nass geworden. Diese ganze Konstruktion ist so affenkrass. Dass das auch noch alles funktioniert, nachdem es so lange unter Wasser war und voll gealkt ist. Und korallt und korridiert und krasse Baukunst. So, weiter hier runter. Ich muss nur grob im Auge behalten, wo wir überhaupt hin müssen, weil sonst endet das hier ganz schnell ganz böse. Ach ja, meine Lieblingsteile bei sowas. Auch sagen. Hätte mich gewundert, wenn ich hier nicht hätte rumgekonnt. Zip und tada. Ich hoffe, wir schaffen das immer in der Zeit, weil wenn wir das nicht schaffen, müssen wir den ganzen Weg wieder zurückkrabbeln und dann wird es aber ekelhaft, sage ich euch. Ist da gerade etwa das Wasser abgelaufen? Na dann kletter mal, Max. Okay, hier einmal runter. Und dann zur Seite und ich glaube auf die Balken rauf. Richtig? Richtig. Balken, Balken, Balken. Hoch. Und hepp. Tada. So viel zu funktioniert alles, ne? Soweit läuft doch alles ganz gut, oder? Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier so problemlos durchkomme. Ich glaube, es gab Momente, wo ich diesen Teil verflucht habe. Aber ich sollte nicht zu früh jubeln, weil noch ist es nicht aller Tage Abend. Zum Glück sehe ich hier gerade kein Zeitlimit. Das ist schon mal sehr, sehr löblich. Also ja auch albern, jetzt hier noch ein Zeitlimit zu haben. Immerhin habe ich den Schlüssel schon. Das war gerade mal ein bisschen Edge noch dazu, weißt du? Ah, so viel Edge will ich nun auch nicht haben. Naja, ich komme gleich zu dir. Ich will erst noch hier. Gebe ihn mir. Noch ein Schlüssel fehlt. Und den haben die Templer, glaube ich, oder? Ja. Cool. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? So komme ich wieder raus.
freut mich ja. Es war kein riesengroßes Drama. Das hat endlich mal funktioniert und wir sind beim Wasser nicht dauernd ins Wasser gefallen. So wie die ganze Aufnahme über. Wahrscheinlich hat sich alles zusammengesammelt, die Aufnahme über, alles Glück, damit wir das jetzt hier nutzen können. Booyah! Ich bin nicht da drüben. Das heißt, ich könnte sogar in dem Bezirk sein, wo der Galataturm ist, oder? Ich muss jetzt sowieso ins Hauptquartier zurück. Endlich mal die Rüstung wieder wechseln. Ah ja, Regale kann ich hochkrabbeln, aber Fenster leben nicht. Das ist sogar logisch. Ah, nee. Ja, im Galata-Bezirk. Zu erkennen an dem großen, fetten Turm. Und ich war noch nicht mal lang genug weg, dass... Meine Leute hätten irgendwie den ganzen Kram machen können. Versau doch nicht die Stimmung. Denn nur in der Moschee seid ihr sicher vor Kugeln. Weiß ich nicht. Da ich nicht weiß, was hier von der Moschee ist, seid ihr wahrscheinlich darin sicher, weil ich euch nicht finden kann. Aber ansonsten... Oder ein kurzer Stück, vielleicht zwei. So untergetaucht. Mich findet niemand mehr.